Liebe Gemeinde, wir können den allmächtigen Gott beim Wort nehmen und dadurch tröstliche und trotzige Hoffnung gewinnen. Das ist die Überschrift für diese Predigt. Und ich lese das Wort Gottes aus dem Buch des Propheten Sacharja im 8. Kapitel, die Verse 13 bis 23. Und es geschah des Herrn Zebaot Wort zu mir. So spricht der Herr Zebaot. Das Fasten des 4., 5., 7. und 10. Monats soll dem Hause Juda zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Festzeiten werden. Liebt Wahrheit und Frieden. So spricht der Herr Zebaot. Es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger der einen Stadt werden zur anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Zebaot. Wir wollen mit euch gehen. So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den Herrn Zebaot in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaot. Zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Liebe Gemeinde, ich bin bewegt von Gottes Wort, das wir heute aus dem Buch des Propheten Sacharja hören. Zum Israelsonntag ist es für Gottes Volk Israel und auch für alle anderen Völker dieser Erde bestimmt. Also auch für uns. Und ich finde, es ist eine Botschaft, die wir brauchen können. Zuerst natürlich Israel, die Juden, im Land und in der ganzen Welt. Und dann haben es auch alle anderen Menschen aus allen Völkern und Religionen nötig. Freunde und Feinde Israels, wie wir uns auch positionieren mögen. Und wir können aktuell ja viel über Israel hören. Aus meiner Sicht sogar viel Einseitiges, Unfaires. Oft erscheint uns die Lage zu kompliziert und wir kennen uns nicht aus. Es ist unüberschaubar. Doch gerade deshalb ist es wichtig, wie wir uns informieren, wie wir unsere Meinung bilden und Position beziehen über alles, was aktuell über oder gegen Israel gesagt wird. Erschreckend und entsetzlich ist manches dabei. Kein Mensch, kein Volk, kein Staat kann alles richtig machen. Und das gilt natürlich auch für Israel. Und was Israel als Volk schon erlitten hat, und aktuell erleben muss, ist unvorstellbar. Bedrohungen und Not. Nur weil es Juden sind, die dort im kleinen Staat Israel auf biblischem Boden und überall in der Welt leben. Es ist schrecklich, was Israel als Staat und Volk am 7. Oktober 23 auf brutale Weise erleben musste. Friedlich lebende und feiernde Israeliten wurden angegriffen. Und es ist unsäglich, wie das Land täglich aus verschiedenen Richtungen bombardiert wird. Und ich finde es auch unbeschreiblich schmerzlich, in welcher Weise sich Antisemitismus weltweit und auch in unserem Land ausbreitet. Man kann vielleicht sagen, von der Mehrheit der Menschen, der Medien und Politiker, leider auch von vielen Kirchen und Christen, wird dem politischen Staat Israel heute viel unterstellt und auch abverlangt. Und manchmal denkt man zuerst, da passt ja Gottes Wort gar nicht dazu. Doch bevor ich meine, dass Gottes Wort nicht zur Lage passt, möchte ich fragen, was Gottes Wort zur Lage sagt. Und da kann ich heute Hoffnung und Zukunft
für Israel und für alle Völker erkennen. Eine wertvolle Perspektive, die ich deshalb als tröstlich und auch trotzig finde. Es gibt tröstliche und trotzige Hoffnung, wenn wir den allmächtigen Gott beim Wort nehmen. Und das ist für mich eine auffällige und wichtige Entdeckung in diesem Bibelwort aus Sacharja 8. Der Herr Zebaoth steht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt des Geschehens und genau mit dieser Bezeichnung. Er selbst spricht und er verspricht, er selbst setzt Völker und Menschen in Bewegung, der Herr Zebaoth. Ich weiß nicht, wem diese Gottesbezeichnung vertraut ist oder wer sie gerne benutzt und mag. Ich muss von mir sagen, ich tue das eher nicht von mir aus. Vielleicht, weil sich dieses Zebaoth schlecht übersetzen lässt oder weil es keine richtige Parallele dafür gibt. Aber letztlich ist auch dieser Titel Gottes und dieser Name Gottes wichtig und gut. Der Gott Israels ist der allmächtige Gott auf dem Thron. Im Alten Testament mehrfach bezeichnet als Zebaoth, Herr der Heerscharen. Und da können Sterne und Engel genauso wie Menschen und Völker gemeint sein. Unter dem Titel, unter dem Namen Zebaoth, dürfen wir uns vorstellen, dass Gott regiert über alle Heerscharen. Wenn wir von Jahwe Zebaoth lesen, können wir an Gott in seiner Allmacht und Majestät denken, der auf dem Thron sitzt. Er regiert nicht nur die himmlischen Heerscharen, sondern auch alle irdischen Menschen und Völker. Israel und alle Nationen, tatsächlich sogar mit ihren Heeren und Militärs. Ich möchte das angesichts der Geschichte Israels und der Völker in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft festhalten. Wir haben einen Gott, der Herrscher ist, der auf dem Thron sitzt. Und das ist Grund zur Hoffnung, tröstlich und trotzig. Es ist nicht nur der Gott Israels, sondern der Gott aller Völker, der regiert über Israel und seine Nachbarn, Freunde und Feinde. Gott ist der Herr der großen Scharen von Völkern und Menschen. Seine Worte und seine Verheißungen gelten. Sie können spannend sein, ermutigend, tröstend. Und sie laden ein, in allen Geschehnissen und Gefahren, trotz aller Nachrichten und allen Urteilen zum Trotz, Hoffnung zu schöpfen und auf Gottes Zukunft zu vertrauen. Und das ist für mich das zentrale Reden Gottes in Sacharja 8. Es steht gegen die vielen Worte, die über die Geschichte Israels und über aktuelle Situationen gesagt werden können. Leichtsinnig gesagt werden, einseitig. Gottes Wort steht vor allem und nach allem, was wir Menschen sagen können. Und ich will mich nicht erheben, dass ich alles richtig sage. Aber Gottes Wort steht davor, danach, darüber. Das ist mein Glauben und das halte ich fest. Auch wenn anderes propagiert wird. Gottes Wort ist keine Gegenpropaganda, sondern Gottes Wort ist von vornherein die Wahrheit. Und wenn die Mehrheit offensichtlich andere Meinungen vertritt, möchte ich mich doch immer noch und immer wieder an Gottes Wort halten. Und wenn wir Christen uns als Gottes Kinder verstehen, dann sind wir es durch Jesus Christus. Und wir haben den Gott Israels zum Vater. Wir sind also mit seinem Volk Israel verbunden. Und wenn wir als Kirche die Verheißungen Gottes
mit dem Erbe Israels teilen dürfen, dann ist es auch wichtig, an der Seite Israels zu stehen. Und die Zukunftsperspektiven, die Gott in seinem Wort gibt, sind Perspektiven für Israel und alle Völker. Da sind wir verbunden. Da gibt es Zukunftsaussichten für uns, für die Völker, wie sie auch heute gerade stehen mögen, und für Israel. Das machen die Worte in Sacharja 8 sehr deutlich. Es gibt drei große Zukunftsansagen für Israel und die Völker, die uns irgendwie staunen lassen und Hoffnung schenken. Und das ist wichtig, damit ich nicht in Angst und Panik gerate, dass ich nicht alle Befürchtungen glaube oder falsche Beschuldigungen unterschreibe. Aus meiner Sicht gibt es da viele aktuelle Beispiele. Ich möchte die wertvollen Gottesworte betrachten. Und da heißt es auffällig dreimal in diesem Abschnitt: So spricht der Herr Zebaoth, der auf dem Thron sitzt und regiert, der allmächtige Gott, Herr, Herrscher der Herrscharen im Himmel und auf Erden. Erstens spricht der Herr Zebaoth, die Juden, also das Volk Israels, das Haus Juda, wird von Trauer, Fasten zu Freude kommen und Festzeiten feiern. Sie sollen die Wahrheit und den Frieden lieben. Das ist dringend nötig. Und die Sehnsucht danach ist groß. Wahrheit, Frieden, Freudenfeste, gerade in solchen Zeiten. Wir können uns kaum ausmalen, wie es den Juden in der ganzen Geschichte bis hierher gegangen ist und wie es ihnen heute geht. Selbst in unserem Land, nach unserer schändlichen Geschichte, fühlen sich heute Juden offen bedroht und angefeindet. Sie vermeiden es wieder, als Juden erkennbar zu sein. Und der Staat Israel befindet sich im Krieg, wird von vielen verurteilt. Und wir denken oft gar nicht daran, dass Frauen und Männer als Soldatinnen und Soldaten kämpfen, dass sie in den Familien und an den Arbeitsplätzen fehlen. Ja, auch die politische Lage in Israel ist sehr gespalten. Und von außen steht es unter Beschuss und Bedrohung. Flüchtlinge im eigenen Land, an die 100.000 ist wohl eine offizielle Zahl, weil die Heimat in den Grenzregionen verwüstet ist. Viele Menschen in Israel sind traumatisiert und traurig. Das Schicksal einiger Geiseln ist immer noch unsicher. Und Gott, Zebaoth, verspricht Trost, Freude, Feste. Der Herr der Herrscharen motiviert sein Volk, an dieser Aussicht festzuhalten, die Wahrheit zu lieben und den Frieden. Zweitens spricht der Herr Zebaoth: Die Menschen aus den restlichen Nationen werden kommen, um das Angesicht des Gottes Israels zu suchen und ihn anzubeten. Sie werden sich gegenseitig ermutigen: Lasst uns nach Jerusalem ziehen, um dem Herrn Zebaoth zu begegnen. Ob wir es glauben können oder nicht, das ist Gottes Plan und es wird geschehen. Menschen aus den restlichen Nationen werden kommen. Unvorstellbar ist das heute, aber Gottes Perspektive ist klar und das Heil für Israel bedeutet auch Heil für alle Völker. Jetzt können wir uns nicht vorstellen, dass die Feinde Israels so reden könnten. Aber wir hören diese Ansage: In Gottes Plan gibt es eine Zukunft für Israel und die anderen. Jetzt stellen noch viele Staaten das Existenzrecht Israels in Frage. Und die Vernichtung der Juden wird offen als Ziel ausgesprochen. Da ist es tröstlich und ermutigend, dass es eine Zukunft für Israel gibt.
die auch allen anderen Völkern Zukunft bietet. Da geht es nicht darum, dass der eine oder der andere vernichtet werden muss. Der Herr Zebaoth verspricht es in seinem Wort. Die Völker werden kommen. Und hier ist eine Steigerung im Bibelwort zu erkennen. Die Völker, viele Völker, alle Völker werden kommen. Und so spricht der Herr Zebaoth zum Dritten. Jeweils 10 Männer aus allen Sprachen der Völker werden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Es wird in dieser Geschichte immer klarer, intensiver und konkreter. Und was wird das für ein Zug sein, wenn sich die Völker bildlich, buchstäblich an die Juden hängen, die Zipfel der Gewänder der Juden ergreifen, um mit ihnen zu gehen, um zu ihnen zu gehören, weil Gott mit ihnen ist. Bis jetzt sieht die Realität irgendwie anders aus. Die Überzahl will die Juden ergreifen und ihnen alles wegnehmen. Doch Gott hat einen anderen Plan. Und wir dürfen auf seine Treue vertrauen. Der Gott Israels ist der Herr der Heerscharen über alle Völker. Er steht zu seinem Volk und er wird sich wie verheißen durch dieses eine Volk verherrlichen. Das geschieht, wenn alle kommen und sich an Israel festhalten, weil es den allmächtigen Gott kennt, weil er mit ihnen ist, weil Gott zu diesem Volk steht. Mir gefällt diese Perspektive. Vielleicht auch gerade deshalb, weil ich es schwer erträglich finde, wie die Welt auf Israel schaut, wie Menschen auch in unserem Land wieder extrem antisemitisch denken, reden und handeln. Es ist auch eine andere Dimension vieler aktueller Friedens- und Dialogbemühungen. Wenn wir Gottes Ziel genau betrachten, gibt es eine Zukunft für Gottes Volk und die Völker und die Religionen. Offensichtlich nicht nur in einem guten Nebeneinander, sondern tatsächlich in einem vereinten Miteinander. Das Ziel für alle Nationen und Glaubensrichtungen ist die Begegnung mit dem Gott Israels, mit dem Herrn Zebaoth, dem allmächtigen Gott. Es mag ein Gedanke sein, der aktuell nicht populär ist, wie manches in göttlicher Perspektive für uns Menschen schwer vorstellbar. Aber ich möchte lieber einer göttlichen Perspektive vertrauen als dem, was Menschen für möglich halten. Ich glaube an diese Zukunftsansagen. Es sind für mich biblische Wahrheiten und ich freue mich, wo wir sehen dürfen, wo Juden und Christen schon heute miteinander verbunden sind. Auch in dieser Lage, auch im Land Israel direkt, wo arabische Christen und jüdische, messianische Christen gemeinsam beten, gemeinsam dienen, auch den Feinden. Die Perspektive ist eine gemeinsame. Gott hat mit der Erwählung seines Volkes seit Abraham von Anfang an ein Ziel im Blick und das heißt, die Völker zu segnen. Und Gott will mit der Erlösung durch seinen Messias sein Volk retten und alle Völker. Sonst würden wir nicht hier sitzen. Wir glauben aus unserer Sicht an Gottes Messias, an Jesus Christus. Und das Verhältnis zu dem einen allmächtigen Gott entscheidet über den Segen für alle Völker.
Das Evangelium vom Messias Jesus Christus verbreitet sich heute schneller und stärker als je zuvor in unserer Welt. Auch wenn wir das manchmal nicht sehen können, in unserer Perspektive, in unserem Land oder in unserer westlichen Welt. Unter alle Völker, mit allen möglichen Methoden und Möglichkeiten, kommt das Evangelium von Gottes Rettung, von Jesus Christus, dem Heiland, dem Heil, das von den Juden kommt, wie es geschrieben steht. Das Heil kommt von den Juden und als Christen glauben wir an den Heiland, Jesus Christus, Retter Israels und aller Völker. Und das verbindet uns schon jetzt mit Israel und es führt uns zum allmächtigen Gott, dem Gott des Himmels und der Erde, Gott Zebaoth. Deshalb stehen wir mit Israel gemeinsam oder an der Seite Israels. Und wir blicken auf eine Zukunft, die Gott versprochen hat, für Israel und für alle Völker, gegen alle oder angesichts aller gegenteiligen Realitäten, die nicht das letzte Wort haben werden. Lasst uns den allmächtigen Gott beim Wort nehmen, damit wir tröstliche und trotzige Hoffnung haben und verbreiten können. Amen. Und Gottes Frieden, Shalom, ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Er wird euch bewahren an Geist, Seele und Leib. Amen.